Die Jünger taten tatsächlich keine Wunder, weil sie so voller Unglauben waren. Reinhard, aber die Jünger gingen hinaus und trieben Dämonen aus und heilten die Kranken. Das taten sie in Matthäus Kapitel 10. Aber das ist das einzige Mal. Im ganzen Leben der Jünger siehst du nicht, dass sie Wunder tun. Simply one moment Jesus gave them a specific authority at a specific moment for a specific job. Jesus gab ihnen einfach eine bestimmte Vollmacht zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Aufgabe. And that's why they moved in the authority released for Jesus at that moment. Und darum bewegten sie sich in der Vollmacht, die Jesus in diesem Moment freisetzte. It was not their faith. Es war nicht ihr eigener Glaube. The Bible itself proves that they didn't do this by faith. Die Bibel beweist sogar, dass sie das nicht aus Glauben taten. Because when they came back to Jesus, they were surprised at the stuff that happened. Denn als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie überrascht über alles, was passiert war. Hey, sogar die Dämonen gehorchen uns. Schau, mit dieser Art Unglauben gehorcht dir kein einziger Dämon. Sie wandelten also nur zu einem bestimmten Zeitpunkt mit delegierter Autorität. Aber die restliche Zeit wandelten sie nicht im Glauben. So what happened? Was passiert also? As you learn to live a life of fasting and praying, you will quickly be confronted with the type of unbelief that stops from miracles to happen. Wenn du lernst, ein Leben des Fastens und Betens zu führen, wirst du schnell mit dieser Art von Unglauben konfrontiert, der verhindert, dass Wunder geschehen. You know, and I remember, und ich erinnere mich daran, als ich merkte, dass Johannes 14, Vers 12 in meinem Leben fehlt. Diejenigen, die an mich glauben, werden die Werke tun, die ich tue, und noch größere. Aber ich tat das nicht. Und das frustrierte mich. Ich sah Österreich, ich sah die verlorenen Menschen und ich sah, wie die Leute das Evangelium nicht hörten. Und ich wurde verzweifelt. Ich sagte mir, wenn ich größere Werke tun könnte als Jesus, könnten wir die Menschen in Österreich für Jesus erreichen. Aber das tat ich nicht. Weißt du, was ich dann tat? Ich begann zu fasten und zu beten, um den Unglauben in meinem eigenen Herzen zu konfrontieren. Wenn du einige Zeit ohne Essen verbringst und nichts anderes tust, als dich auf Jesus zu konzentrieren und auf dein eigenes Herz zu schauen, erkennst du sehr schnell, dass es dort einen hartnäckigen Unglauben gibt, den es zu konfrontieren gilt. Nach einer Woche mit nur Wasser können viele von uns nur noch im Glauben wandeln. Anstatt mit dem Fasten aufzuhören, sollten wir dann weitermachen und den Unglauben in unserem Herzen konfrontieren. Fasting and praying deals with the unbelief in your heart. It does not give you greater authority over the devil. Fasten und Beten befasst sich mit dem Unglauben in deinem Herzen. Er verleiht dir keine größere Macht über den Teufel. All authority is given to me, therefore you go. Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben, deshalb geht. So we walk in the authority of Jesus, never in the authority of fasting and praying. Wir gehen also in der Vollmacht Jesu voran und niemals in der Vollmacht des Fastens und Betens. Und was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Christ kann in derselben Vollmacht wandeln. Versuche also nie, den Teufel zu besiegen, weil du gefastet hast. Lass uns diese Frage stellen. Wozu sollen wir fasten? Wir wissen ja schon, warum wir nicht fasten sollten, aber wozu sollten wir denn eigentlich wohl fasten? Nummer eins. It is a sign of consecration. Als Zeichen der Weihe. And this is a wonderful and beautiful reason. Und das ist ein wundervoller und schöner Grund. You know, whenever I go on a extended fast, immer wenn ich eine längere Fastenzeit einlege, jejum mais extenso, you know, like I fast whatever above 4, 5, 6 days, zum Beispiel 4, 5 oder 6 Tage, Jesus, I
First of all, I don't do that unless I spend really extended times in prayer. Das mache ich nur, wenn ich wirklich viel Zeit im Gebet verbringe. And prayer not talking to God. Und nicht beten, so wie mit Gott reden, but prayer aligning my heart with the heart of Jesus. Sondern Gebet, indem ich mein Herz mit dem Herzen Jesu in Einklang bringe. And I've taught this in the other YouTube videos. Darüber lehre ich in den anderen YouTube-Videos. Every time I do an extended fast, I always write a fasting journal. Jedes Mal, wenn ich ein längeres Fasten mache, schreibe ich ein Fastentagebuch. Tenho diário do meu jejum. I have lots of them. Ich habe viele davon. And I like to go back sometimes and just read through my experience of my times of fasting. Manchmal lese ich gerne wieder in den Notizen über meine Erlebnisse in den Fastenzeiten. Jejum. And you know, I always do the same thing. Und ich mache immer das Gleiche. I start the day I fast. Ich fange am ersten Tag des Fastens an. Ich schreibe das Datum auf. Ich notiere zum Beispiel 14 Tage Fasten. Und dann schreibe ich auf, warum ich faste. Nummer 1 ist immer Weihe. Das ist immer mein Grund Nummer 1. Überleg mal. Consecration means I separate myself apart for a specific purpose or a specific person. Weihe bedeutet, ich sondere mich für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Person ab. Consecration means I set myself apart for a specific person or a specific purpose. Weihe bedeutet, ich sondere mich ab für eine bestimmte Person oder einen bestimmten Zweck. So what does it mean? Okay. Und was heißt das jetzt? It means my time of fasting has the primary purpose. Das heißt, meine Zeit des Fastens hat vor allem ein Ziel. Is it, I want to set my life apart for the one I love so much because he first loved me. Ich will mein Leben demjenigen widmen, den ich so sehr liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. And I really think this needs to become our primary purpose of fasting. Und ich glaube wirklich, das sollte unser Hauptziel beim Fasten sein. You know, people talk about so many reasons for fasting. Die Menschen sprechen über so viele Gründe fürs Fasten. I like to talk about the bridegroom fast. Ich spreche gerne über das Bräutigamfasten. Matthew chapter 9 verse 14. Schau dir Matthäus 9 Vers 14 an. Then the disciples of John came to him and they said, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Da traten die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, warum fasten wir und die Pharisäer so oft, aber deine Jünger fasten nicht? And Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? Jesus sprach zu ihnen, können die Freunde des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Enquanto o noivo está com eles. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them and they will fast. Aber die Zeit wird kommen, da wird der Bräutigam weggenommen werden und dann werden sie fasten. Now, the word mourn here, it means to be sad because of a loss of a loved one. Das Wort trauern bedeutet, dass man traurig ist, weil man einen geliebten Menschen verloren hat. So look, Jesus says, I, the bridegroom, I'm with my friends. Jesus sagt, ich, der Bräutigam, ich bin bei meinen Freunden. Why should they be sad? Warum sollten sie traurig sein? So fasting is an expression of mourning. Fasten ist also ein Ausdruck der Trauer. Reinhard, wie können wir trauern? Wir sind doch glückliche, fröhliche Menschen. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Frieden. Ich sage dir was. Wisst ihr meinen absoluten Lieblingsvers in der gesamten Bibel? This Bible verse expresses mourning. Dieser Vers drückt Traurigkeit aus, Trauer. Especially the context. Vor allen Dingen im Zusammenhang. Philippians 1, 21. Philippa 1, Vers 21. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist Gewinn. Paulus wäre lieber gestorben als zu leben. Das sagte er wortwörtlich. Der Mann, der sagte, freut euch im Herrn alle Zeit und wieder sage ich euch, freut euch. Der Mann benutzt das Wort Freude in demselben Brief, in dem er sagt, für mich ist es besser zu sterben. Use the word joy or rejoicing more than in any other simple letter of the
Bible that he wrote. Und er gebrauchte das Wort Freude oder sich freuen öfter als in jedem anderen Brief, den er schrieb. Think about this. Denk darüber nach. In no other letter he expressed so much joy or rejoicing than in Philippians. In keinem anderen Brief drückte er so viel Freude und Jubel aus wie im Philipperbrief. In the same letter he was mourning. Und in demselben Brief trauerte er auch. He said this. Er sagte: Oh, that I may only know him, experience him. Oh, dass ich ihn nur kennen möchte, ihn erfahren. Not that I have already got it, but I forget everything behind. I press on to get him. Nicht, dass ich ihn schon hätte, aber ich vergesse all das, was hinter mir liegt und strebe danach, ihn zu erleben. Everything I had is garbage compared to having knowing him. Alles, was ich habe, ist Müll verglichen mit dem, ihn zu erleben. Und dann sagte er: I am torn. I don't know what I want. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich will. I would rather go and just be with him. Am liebsten würde ich einfach hingehen und mit ihm zusammen sein. I mean, here, it's good for you. Doch wenn ich bleibe, ist das gut für euch. Wenn das kein Ausdruck von Trauer ist, was ist es dann? I long for my Jesus. Ich sehne mich nach meinem Jesus. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde zum Bräutigamfasten aufwacht, nicht zum religiösen Fasten. How I long to experience my Jesus every moment of every day. Es wird Zeit, dass Christen aufwachen und sagen: Ich sehne mich so sehr danach, meinen Jesus jeden Moment und jeden Tag zu erleben. Maranatha. Mein Herz schreit Maranatha. Not because I'm depressed, I'm in debt, and I don't know where to go. Nicht weil ich deprimiert bin, Schulden habe und nicht weiß, wohin ich gehen soll. Because the beautiful bridegroom has so conquered my heart. Sondern weil der herrliche Bräutigam mein Herz so sehr erobert hat. That's what Jesus said. The time will come where they will mourn. Deshalb sagte Jesus, dass die Zeit kommen wird, in der sie trauern werden. Remember, Jesus literally used the word mourning for the word fasting. Denkt daran. Jesus benutzte wortwörtlich den Ausdruck trauern für Fasten. Why don't they fast? And he said, how can they mourn? Sie fragten, warum fasten sie nicht? Und er antwortete, wie können sie trauern? Oh, eles podem estar de luto. They never ask why don't they mourn, they ask why don't they fast. Sie fragten nicht, warum sie nicht trauern, sie fragten, warum fasten sie nicht? Jesus sagte, weil sie jetzt noch nicht trauern können, aber später werden sie fasten. So in simple words, Jesus said, fasting is mourning. In einfachen Worten sagte Jesus also, Fasten bedeutet trauern. Seit Jahrzehnten habe ich die Gewohnheit, morgens Zeit mit Jesus zu verbringen. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. Whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yes.